Heidi ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind im Weihnachtsmannland am Nordpol. Muss ich irgendwie gucken, wie ich zu dir und hochkomme. Wir suchen das Cockpit und ich will hier nicht runterfallen. Hieronymo! Kommst du da hoch? Ja, warte. Komm, los, streng dich an. Na los, Möhre, komm schon. Na komm. Ja, wer spielt denn meine Arme? Oh. Ja, ne, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben hier. Mitten im Schnee. Im Schnee. Wir suchen immer noch das Cockpit und wir müssen hoch. Oh. Wir sind hier noch zu tief. Hast du mich gerade beschmissen? Nee, ich laufe vor dir. Und dann kann man jemanden nicht beschmeißen. Nein, das geht nicht. Du brauchst mir gar nicht mehr so in den Arsch zu biegen. Es wird übrigens Nacht, Möhre, ne? Mhm. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Können wir ein Lager bauen? Wie ein Lager? Ein Nachtlager. Ach, zum Schlafen meinst du? Zum Träumen und Verweilen. Oder wir suchen weiter im Dunkeln. Nö. Komm mal bitte mit, Smolan. Komm mal bitte mit. Was ist los? Ich zeig dir jetzt mal was. Komm mal mit. Ah, nee. Guck an. Kann ich die ja ausmachen. Haben wir sogar ein Feuer hier, Ast rein. Ja, sicherlich. Was voll cool gewesen wäre, wäre hier, wenn hier eine Pilotenrüstung gewesen wäre. Also so ein Pilotenuniform. TV Star's Wife Dies. Das ist der Smoothie. Du bist ein Reality-TV-Star. Wusste ich doch schon immer. Du siehst sehr cool aus. Alter. Was ist das? Das sieht aus wie weiße Unterbuchse und weißes Hemd. Und das? Das ist so schwarze Hose und ein grünen Hoodie. Und das ist das mit dem Wolf und dem Mond. Und das ist der Anzug. Okay. Aber wo ist denn mein Dings? Dein Dingsbums? Genau, da ist er ja. Ja, geil. Haben ich hab hier noch was gefunden. Zu essen draufgelegt für dich, ne? Ah, dankeschön. Yeah, da ist er, die Leuchtpistole. Und da ist noch was zum Angucken. Wie können wir das denn? Warte mal. Ja, den da drinnen geht's nicht ganz so gut. Möhre. Nee. Gut, dann können wir wieder Richtung Heimat, wa? Ja. Hast du mich mit einer Flaregun beschmissen? Was? Nein. Boah, was ist das denn hier? Was? Ist der brennende Busch? Es reicht mir gleich, wirklich. Wenn der nicht bald still ist, ne? Hey. Sei doch nicht so böse. Oh, Pfeile. Pfeile. Ja, dann können wir ja jetzt quasi zurück nach Hause.
Genau. Und dann können wir unten in diesen Krater. Oh? In den Krater klettern. Crater klettern. Oder durch welche Höhle sind wir da unten schon mal hingekommen? Oder müssen wir so den Krater runter? Ja, das überleben wir, glaube ich, beide nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Aber wir... fuck, wir waren doch schon mal in so einer Höhle, wo wir ganz unten waren. Das ist die, wo wir uns so richtig herbe verlaufen hatten. Jo. Aber frag mich jetzt nochmal, wo die war. Ich weiß es nicht. Wir könnten in den alten Folgen nachgucken. Ja. Nee, besser nicht, ne? Nee, besser nicht. Nee. Kurz nochmal anders überlegt. Tja, aber wo? Aber ich hab da wen schreien gehört. Ja, erstmal nach Hause, Möhre. Erstmal nach Hause. Ja, okay. Erstmal nach Hause. Erstmal nach Hause, dann rüsten wir uns aus. Mhm. Dann schlafen wir eine Runde. Mhm. Und dann ist immer noch ein Tag. Dann ist immer noch ein Tag, genau. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir ein Kind suchen. Nee. Das ist ja das Gute. Richtig. Man stelle sich nur vor, das wäre ja... Dann müssten wir uns ja sogar beeilen, sag mal. Ja, deshalb. Nee, das wäre katastrophal. Weiß nicht mehr, wie viele Tage wir jetzt hier schon rumeiern. Und stell dir mal vor, wir müssen jetzt ein Kind suchen, dann das wäre schon, was weiß ich wo. Wenn man vor allem wüsste, dass es in den Fängen von Kannibalen ist und so. Richtig. Ey, da wird es mir nicht gut gehen jetzt gerade. Aber so. Wobei ich das immer noch witzig finde, dass wir die Kannibalen nennen. Ja, warum denn nicht? Die haben ja angefangen. Ja, und. Ach so, die haben angefangen, uns zu essen. Ach so. Naja, nicht direkt uns. Naja. Aber andere. Ja, weil ich meine. Wir machen das ja nur, um zu überleben. Ach, okay. Da ist der Unterschied. Genau, da ist der Unterschied. Ah, okay. Boah, ein Krokodil! Das löppt auf mich zu. Ajo. Komm her. Komm her, Kroko. Ja, hat sich wieder hingelegt. Komm her, Kroko. Boah, Alter! Was? Boah, der hat die gegeben, wie man sagt. Boah, wie viel Gesundheit der abzieht. Der hat so keine Rüstung. Komm her, Kroko! Hack sie mit dem Schwanz ab. Ja, das geht doch bei Eidechsen, oder nicht? Bin der Kokorok, bin der Kokorok. Zwei Fleisch gesammelt. Ja, oh, aus so einem Riesenvieh und dann zwei Fleisch. Komm, wir müssen nach Hause. Ja, ab nach Hause jetzt. Nicht mehr rumgealbern hier. Richtig, nicht mehr rumalbern. Dieses Spiel ist ernst. Richtig. Aber ich könnte mal diese Schuhe ausziehen. Njom. Diese Schneeschuhe. Ah ja. Ja, meine Puschen jetzt selber an. Alter! Da hab ich schon wieder ein scheiß Krokodil gebissen. Ich sehe schon, du stirbst gleich noch. Wieso beißt dich das nicht? Das hat mich anerkannt als sein Herr und Meister. Ja, nee. Das ist sehr wahrscheinlich, Möhre. Ja, sicher. Das ist mich als Herrn und Meister anerkannt. Ich wüsste nicht, was es sonst für einen Grund geben sollte. Ich bin der Fleischmeister. Ich will hier weg von diesen Krokodilen.
Ich mag die nicht mehr. Ui. Ich hopp's ja durch die Gegend wie so ein Steinbock. Ey, und nirgendwo Kannibalen. Nee, die machen halt Pause. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen Medizin. Weil wenn man nämlich rumhopst wie ein Steinbock, aber gar kein Steinbock ist, ja, kann das mitunter nicht schön sein. Ach so. Das ist natürlich blöd. Ich finde es auch schön, wenn man springt, ohne dass man rennt. Und dann in der Luft die Renntaste drückt, dass man dann in der Luft schon schneller wird. Ach, Möhre. Der gibt richtig Gas in der Luft auf einmal. Ja! Das ist krass, stimmt. Ne? Oh, ein Steinbock. Nee, oder auch nicht. Wo geht's denn hier weiter? Laufe ich falsch? Ich bin hinter dir hergerannt. Ich dachte, du kennst dich hier aus. Ich habe auch schon das Cockpit nicht gefunden. Ja, der Finder bin ja ich. Lurch! Ach, schade. Den hätte ich gern noch mitgenommen, den Lurchi. Komm her! Mist, verdammter. Oh, wir sind schon an der Mauer. Das ist gut, jetzt müssen wir nur noch den Übergang finden. Also einen. Aber das sollte in der Regel nicht lange dauern. Kommen Sie rein. Wo bist du? Verdammt. Okay, der ist woanders. Ja, ich habe mich falsch entschieden. Lass mich raten, du bist wieder runtergesprungen vom Turm, ja? Nee, ich bin noch gar nicht drin im Gebäude. Nicht? Ah, jetzt. Na, hör doch mal auf, die Steine aufzuheben hier. Hör mal ein Tor zu. Jetzt mal ernsthaft. Ah, okay. Alles klar. Dann ist er gut. So, Solarenergie. So. Tja, Möhre. Da haben wir es wieder mal geschafft. Da haben wir es geschafft. Das ist echt krass. Was für Tausendsasser wir sind. Mist. Oh, Möhre, schnell. Schnell rein, es regnet.
rein. Ach nee, hier kann ich auch was anbauen? Super, das ging sonst nie. Ah. Jetzt mal die gammeligen Sachen weg. Wegessen. Naja, ich habe wenigstens eins dahin gegangen. Da siehst du, immer noch zu dritt. Okay. Ist das nicht cool? Guck mal, da draußen regnet's. Mhm. Das Wasser füllt sich auf von alleine. So, einmal speichern. Speichertag. Ja, was? Genau. Oh, hier ist aber eine. Was ist los? Die ganzen Büsche sind weg. Ach, shit. Wusste gar nicht, dass man die, also dass die weggehen dann. Doch irgendwann sind, irgendwann geht's nicht mehr. Ach so. Deswegen immer reichlich ernten und die halt viel davon essen. Mhm. Und halt auch unterwegs mal ein bisschen was davon verbrauchen. Jetzt habe ich wieder 30 Stück im Beutel. Jetzt mampfen wir noch ein paar. Zock, 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 zock. Könnte ich direkt wieder 4 Bäume pflanzen. So geht das. So lübt das. Ah, ich bin ja so stolz auf dieses Ding. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, welche Höhle das war. Tja, Möhre. Können wir nochmal auf die Karte gucken. Ja, da unten sind wir. Es gibt ja eine, die ist relativ nah an der Höhe, an dem Krater. Oder zwei sogar. Ja. Das sind, das sind ja diese kleinen schwarzen Löcher dann, weißt du? Hier, guck, 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 guck. Da unten ist einer. Ein paar, halt ein zwei paar. Sogar. Ach so, aber die sind vor der Mauer, okay. No panic. Also ich glaube, wir müssen da, wenn wir nördlich von uns gehen oder beziehungsweise westlich vom Loch, da des sind Lochs. Zwei des Lochs westlich vom Loch da sind zwei Löchers. Diese Löcher da im Boden oder was? Ja, genau. Eins bei dem Dorf und eins so ein bisschen weiter südlich davon. Ich glaube, das sind so die Dinger, wo wir eventuell einen Vorteil hätten, weil wir jetzt schon die Tauchermaske haben. Dass wir dann da reinkommen. Weil die Tauchermaske brauchen wir ja im Zentrum der des Kraters. Aber wir sind da auch schon mal so runtergekommen, ne? Ja. Könnte auch durch eine der Höhlen da sein. Tja, wenn wir jetzt noch wüssten, wir müssen in eine Höhle rein,
Damit wir dann die Höhlenkarte kriegen, damit wir mal gucken können. Ja. Welche da reingeht. Dann müssten wir mal, können wir ja hier in unsere hauseigene Höhle gehen. Genau, ja. Eben, wir haben noch eine. Was war das? Ach, dann wieder welche schlechte Laune da hinten. Da vorne vor der Mauer. Ist schon süß manchmal. Ja. Ja, nee, mit einer Hand ist klar. Natürlich. Wie sie ja. Wie sonst. Wo war die noch? Wer? Die Höhle. Ja, nicht innerhalb unserer vier Wände, Möhre. War die nicht hier vorne? Ja, ja, hier. Ach, hier, genau. Na toll. Ach ja, hier ist die Erdkernhöhle. Die was? Die Erdkernhöhle. Wo man bis zum Erdkern rutscht. Wir könnten auch hier durch, glaube ich, zu der Inneren kommen. Ey, meinst du wirklich? Da müssen wir jetzt hier so rechts gehen. Dann nicht die erste, sondern die zweite links. Ja, und dann da hoch. Dann da hoch. Dann links daran. Dann wieder links. Dann die erste wieder rechts. Quasi hoch Richtung Dead Cave. Und dann da und dann sind wir, glaube ich, mittendrin. Statt nur dabei. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass ich das will, aber wir versuchen es, Möhre. Warum denn nicht? Zeit haben wir genug. Ja. No. Ausgerüstet haben wir uns auch. Was? Du hast übrigens immer noch deine Winterklamotten an hier. Oh ja, stimmt. Das mal weg, Ed. Ach da. Okay. Aber hier waren wir überall schon mal, ne? Aber wir gehen gerade in die falsche Richtung. Echt? In die falsche Richtung ist aber Mist. Oh, das geht schon wieder so, geht schon wieder gut los, Mensch. Wir sind übrigens bei 24 Minuten, Möhre, ne? Achso. Ich wollte es nur sagen. Ja, wollen wir Pause machen? Eben. Nicht, dass... Ja, gut. Nicht, dass du mir wieder böse bist oder zürnst. Ich wäre 5 Tage gebraucht zum Hochladen. Guti. Dann steht der Plan jedenfalls fest. Wir waren kurz zu Hause. Ist ja auch mal eine schöne Sache. Und jetzt machen wir uns in der nächsten Folge hier durch diese komische Höhle. Mal gucken, ob wir das schaffen, bis dahin irgendwo dann in diesem riesigen Krater rauszukommen. Ja, ich bin gespannt. Macht's was Feines. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.